Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video rund um Planet Coaster 2. Es gibt wieder einiges Neues, über das wir reden müssen. Der Pre-Release ist gestartet und damit gibt es auch wieder haufenweise neue Infos. Unter anderem wissen wir jetzt auch endlich, wann das Spiel erscheint. Am 6. November wird es soweit sein und man kann das Spiel auch jetzt schon vorbestellen. Kleiner Disclaimer, ein Spiel vorzubestellen ist eigentlich nie ratsam, also wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, dann wartet erstmal den Release ab und schaut euch das Spiel an. Zusammen mit dem Pre-Release-Trailer, den ihr auch hier im Hintergrund die ganze Zeit seht, sind auch noch ca. 20 weitere Videos in meiner Abo-Box aufgetaucht. Denn einige Creator hatten schon vorab die Chance, das Spiel für ca. 2 Stunden zu spielen. Dementsprechend gibt es natürlich wieder viel Neues, das entdeckt wurde und über das wir reden wollen. Am Anfang wurden alle in das dritte Level des Karrieremodus geworfen und mussten dort die Bronzemedaille erreichen, um in den Sandbox-Modus zu kommen. Das Ziel von allen war natürlich, möglichst schnell dahin zu kommen, deswegen war keiner von denen wirklich lange im Karrieremodus. Ein paar Sachen konnten wir aber trotzdem schon rausfinden. Erstmal die Bestätigung, dass es überhaupt einen Karrieremodus gibt. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber es war auch noch nicht bestätigt. Der Modus wird wohl auch voll vertont sein und generell so ähnlich aufgebaut wie auch im Planet Zoo. Wir haben jetzt auch gesehen, wie das mit der Stromversorgung funktionieren wird, da haben sich die meisten auch erstmal schwer getan. Und zwar muss man einen Stromgenerator, wie zum Beispiel ein Solarpanel, aufstellen und das dann mit einem Verteiler irgendwo im Park verbinden und dieser verteilt dann den Strom automatisch in einem bestimmten Radius. Dann gibt es jetzt wohl auch einen richtigen Arbeitsplan für die Mitarbeiter, wo man einstellen kann, wer wann wo zu sein hat und wer wann Pause hat. Damit dürfte es dann auch nicht mehr vorkommen, dass man zwar mehr als genug Mitarbeiter für einen Shop hat, die aber alle gleichzeitig Pause machen. Apropos Mitarbeiter, wir haben auch mal wieder zwei neue Maskottchen gesehen, und zwar Crescendo Melodis, Epic Storyteller, der gehört sehr wahrscheinlich zum Mythologie-Thema, und The Viking, Longhouse Legend, der wird offensichtlich zum Wikinger-Thema gehören. Das Forschungsmenü haben wir auch gesehen, in dem Tech-Tree können wir mit Forschungspunkten wieder neue Sachen freischalten, ich habe halt nur noch nirgendwo gesehen, wie man diese Forschungspunkte bekommt. Wenn ihr dazu irgendwas wisst, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Schön war auch, dass wir die Konsequenzen sehen, wenn wir uns nicht um unsere Besucher und ihre Bedürfnisse kümmern. Der arme Kerl hier hat offenbar die Sonnencreme vergessen und sich einen Sonnenbrand geholt. Das wäre nicht passiert, wenn er im Schatten liegen würde oder sich Sonnencreme beim Infostand gekauft hätte. Sowieso bietet der Infostand mittlerweile auch mehr zum Verkauf an und wir können die verkaufbaren Artikel auch bearbeiten. Nachdem dann alle Creator die Bronzemedaille erreicht hatten und in den Sandbox-Modus freigelassen wurden, haben sie natürlich angefangen, möglichst viel auszuprobieren und erstmal Wege gebaut. Irgendwie gibt es kein Planet Coaster 2 Video, in dem wir nicht zumindest kurz über das Wegetool sprechen. Naja, ich werde versuchen, das Ganze hier möglichst kurz zu halten. Für die Steigung der Wege gibt es jetzt keine Limitierung mehr und scheinbar kann man bei erhöhten Wegen auch nicht im Grid bauen oder Bordsteine ausschalten. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze einfach daran liegt, dass wir noch in der Alpha spielen sind und einige Dinge noch nicht fertig sind. Auch wenn manche Bugs tatsächlich ganz witzig waren. Gerade das Wegetool ist ja ziemlich komplex und einige der Tester machen sich ein wenig Sorgen, dass die Komplexität des Spiels manche Leute ein bisschen abschrecken könnte. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch immer mehr Features haben und gerade bei den Achterbahnen gibt es so einiges und so einiges nicht. Ich werde jetzt nicht über die 50 verschiedenen Achterbahnen gehen, weil das den Rahmen des Videos auf jeden Fall sprengen würde, aber ich möchte über einige Spezialteile sprechen. Fangen wir mit denen an, die sich gewünscht wurden, wir aber bis jetzt noch nicht gesehen haben. Es gibt wohl keine Möglichkeit, mehrere Stationen zum Be- und Entladen der Züge zu bauen. Auch ein Wartungsbereich oder Transfer-Tracks sind momentan nicht möglich, zumindest nicht funktional. Und damit kommen wir jetzt schon zu den ganzen Spezialteilen, die wir bekommen. Angefangen mit den Switch-Tracks, die ja auch schon im Trailer zu sehen waren. Das ist übrigens auch das einzige dieser Elemente, dessen Animationen schon fertig sind. Bei allen anderen gibt es noch grafische Bugs, also nicht wundern, dass hier jetzt immer noch eine Alpha-Version. Turntables wurden uns ja auch schon bestätigt, jetzt sehen wir sie tatsächlich auch im Spiel, genauso wie die Drop-Tracks. Man kann bei all diesen Elementen übrigens auch einiges einstellen, zum Beispiel wie lange es dauert, bis die Schiene fällt oder ob der Zug danach vorwärts oder rückwärts weiterfährt. Dann gibt es noch die Tilt-Tracks, die erinnern mich stark an RCT3. Und waren, wenn ich mich richtig erinnere, auch in unserem alten Wünsche-Video als Beispiel für die Spezialschienen, die wir uns gewünscht haben, drin. Last but not least haben wir noch ein paar Spezialschienen wie diese Wippe oder diesen Aufzug mit einstellbarem Drop gesehen. Alles in allem eröffnen diese ganzen Spezialteile wahnsinnig viele Möglichkeiten und machen die Achterbahn und Dark Rides sehr viel abwechslungsreicher. Dark Rides waren für mich tatsächlich die eine Sache, bei der ich noch unsicher war, ob das Thema mit den dunklen Innenräumen tatsächlich angegangen wurde. Aber scheinbar hat Sylph es in der Demo geschafft, einen komplett dunklen Innenraum zu bauen. Alles, was er dafür gemacht hat, war einem Raum doppelte Wände zu geben. Für mich ist damit jetzt auch das letzte wirklich wichtige Feature abgedeckt und ich freue mich einfach über alles, was noch kommt.
Abschließend zum Thema Achterbahn möchte ich gerne noch über die POVs sprechen. Natürlich sind die Creator auch mal mit einer Bahn mitgefahren und bestätigen uns, was wir schon wussten. Die On-Ride-Kamera ist sehr viel smoother geworden und die Bahn dementsprechend angenehmer zu fahren und einfacher zu bauen. Die Creator waren natürlich genauso wie wir sehr neugierig, was es alles im Spiel zu entdecken gibt und haben dementsprechend den Großteil der Zeit damit verbracht, sich durch verschiedene Menüs und Items durchzuklicken. Deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht auf jedes einzelne Flatride- oder Szenerieobjekt ein, sondern picke mir so ein paar Highlights raus. Zum einen haben wir da jetzt die verschiedenen Terrain-Texturen gesehen, die natürlich auch deutlich besser aussehen als im Vorgänger und auch sehr viel zahlreicher sind. Das Skalieren der Items scheint tatsächlich unterschiedlich zu sein. Das hatten wir auch schon in einem unserer letzten Videos vermutet. So kann man diesen Baum hier bis zu 200% skalieren und dieser Stein hier sogar bis 500%. Allerdings scheint das Minimum bei allen Teilen bei 50% zu liegen. Aber auch damit kann man manche Teile wirklich sehr klein werden lassen. Die Schilder und vor allem die Schriftarten waren ja im ersten Teil durchaus ein Problem. Das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Wir haben jetzt mehr und auch bessere Fonts zur Auswahl, auch wenn es immer noch recht wenige sind. Dann haben wir natürlich noch die 3D-Buchstaben, die wir jetzt schon öfters gesehen haben, mit denen wir unsere eigenen Schilder bauen können. Und es gibt wohl auch noch ein Schild ohne Hintergrund. Damit können wir unseren Text problemlos überall draufschreiben, wo wir es wollen. Alles in allem also deutlich besser als im Vorgänger. Und so wie es aussieht, bekommen wir auch noch eine neue Band. Was die Kollision der Szenerieobjekte angeht, gibt es wohl keine. Besucher laufen einfach durch alles durch. Bisher hat auch noch niemand ein Teil gefunden, das den Weg wirklich blockieren kann. Unsere alten Barrieren scheinen auch nicht mehr zu funktionieren. Der größte Kritikpunkt ist aber aktuell das UI. Das ist wohl sehr stark auf Konsolen ausgelegt, worunter die Steuerung am PC etwas leidet. Hoffen wir mal, dass es noch bis zum Release verbessert wird. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Und was sollen wir in Planet Coaster 2 bauen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder kommt auf unseren Discord. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von uns.